Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games Kit Serie. Wir spielen heute mit dem Schinken Kit. Bei diesem Kit bekommen wir einen Schinken ins Inventar, welchen wir unendlich oft aufessen können. Dieser füllt unser Hunger komplett auf und liefert uns ein paar extra Effekte. Zum Beispiel haben wir einen Speed-Effekt, Regeneration und machen 50% mehr Damage und das Ganze für 5 Sekunden lang. Ist also relativ OP so an sich. Ich glaube, das war sogar mal noch stärker, aber die haben das dann irgendwie genervt. Ich weiß es aber auch nicht so ganz. Ist ja jetzt auch egal. Und falls ihr euch wundert, warum keine Facecam da ist, die spackt wieder wie immer mal rum. Ist extrem überbelichtet und man sieht dann eh nichts von mir. Und das ist einfach ein Wunder der Technik, was ich noch nicht nachvollziehen kann. Vielleicht ist mein Gehirn dazu noch nicht weit genug ausgebildet, wie auch immer. Auf jeden Fall checke ich das nicht, warum die Cam mal so ist und dann mal so und mal nicht funktioniert und keine Ahnung. Ist ja auch egal. Okay, hier ist die World Border. Hier geht's also nicht weiter. Hier werden wir auch direkt schon wieder von jemandem verfolgt. Das fängt auf jeden Fall schon sehr geil an. Ist ja nicht so, dass das jetzt nicht mein erster Aufnahmeversuch ist, sondern mein 30. bestimmt und ich schon die ganze Zeit hier rumsitze und mich von irgendwelchen Spasten verfolgen lassen darf, ja? Das macht doch keinen Spaß, Alter. Wie kann man so ein dummes Kind sein und einen die ganze Zeit hinterherrennen? Das regt mich schon wieder so extrem auf. Und ich bin kurz davor, hier irgendwas durch die Gegend zu werfen. Also meine Maus ist jedenfalls bald dran. Wenn das so weitergeht, dann kann ich die nämlich nicht mehr benutzen. Einfach wegen solchen Scheißkindern, die nichts Besseres zu tun haben, als sie instant hinterher zu rennen. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist da noch so einer. Natürlich werde ich dann natürlich weiterhin getargetet. Okay, jetzt mal ausnahmsweise nicht. Oh mein Gott. Ich muss mal runterkommen hier. Ich komme hier nicht mehr klar. Das ist zu viel für mich, mein Blutdruck, Alter. Na gut, auf jeden Fall. Ich habe schon länger keinen Minecraft mehr gespielt. Ich bin wieder auf diesem, ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich bin auf LOL umgestiegen. Beziehungsweise ich spiele jetzt einfach wieder sehr, sehr viel. Ich habe ja eine Zeit lang aufgehört, das zu spielen, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ich bin jetzt irgendwie wieder zugekommen und ich habe wieder Spaß dran gefunden. Und dann zocke ich das jetzt immer jeden Abend so ein bisschen. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Aber ich habe dadurch Minecraft ein bisschen zu stark vernachlässigt und jetzt muss ich erstmal wieder reinfinden, richtig. Weil sonst wird das Ganze hier nämlich nichts so. Jetzt werden wir hier wieder verfolgt. Sehr schön. Und natürlich hatten wir nicht das Glück, irgendwie eine gute Kiste zu finden. Dann spammt er mit seinen Pfeilen rum, weil der irgendwie, weiß ich auch nicht, weil er zu viele davon hat, wie auch immer. Und wir dürfen wegrennen. Es tut mir wirklich sehr leid. Ah, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Geh mal weg, ey. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man die ganze Zeit verfolgt wird, Mann. Es bockt einfach nicht. Wo ist der Reiz? Ich weiß auch nicht, was ich gerade machen soll. Bin gerade ein bisschen in die Enge getrieben, wollen wir es mal so sagen. Ich kann jetzt hier natürlich hin und her rennen, wie ich lustig bin. Okay, das ist ein Unge. Unge sind sowieso scheiße, das können wir festhalten. An der Stelle, so. Tschüss, Unge. Ich gehe jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich hoffe, ich werde jetzt gleich geportet. Dankeschön. Guck mal, wir haben einen Dia bekommen, ein Schwert. Wir hatten noch nicht mal ein Schwert. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, auf jeden Fall wird es, wie gesagt, Zeit, dass ich mich wieder ein bisschen einspiele. Denn am Donnerstag findet schon mein Livestream statt. Ich bin wieder bei meiner Mutter. Das heißt, ich kann wieder streamen. Und ich bin dort von Donnerstag bis Samstag. Da habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Ich könnte ja rein theoretisch einen durchgehenden Stream machen oder ich mache einzelne Streams und ich habe mich dafür entschieden, dass ich es zumindest versuchen werde, einen durchgehenden Stream zu machen. Das heißt, ich strebe einen 48-Stunden-Livestream an. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, deswegen werde ich den Stream auch so ähnlich nennen wie solange wie ich durchhalte Stream oder sowas, keine Ahnung. Könnten dann also 48 Stunden sein. 24 Stunden habe ich bisher immer locker geschafft. Deswegen denke ich, könnte ich das jetzt eigentlich auch schaffen. Ist zwar schon schwieriger, aber wollen wir mal sehen. Wir werden vieles spielen mal wieder, unter anderem natürlich auch Minecraft mit verschiedenen Minigames, wo ihr dann auch mitmachen könnt.
Hä, was war das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo ihr auch mitmachen könnt, natürlich wieder sowas wie Building Game, Survival Games, Ender Games, man kann ja alles mögliche zusammenspielen. Dann werde ich Counter-Strike spielen, ich werde bestimmt auch Horror Games spielen zu späterer Stunde. Und dann werden wir bestimmt wieder viel Spaß zusammen haben. Und ich habe mir in diesem Livestream ein kleines Ziel gesetzt. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich streame. Ich hatte einfach mal wieder Bock drauf und habe auch schon so lange nicht mehr gestreamt. Ich habe mir das Ziel gesetzt, dass ich eventuell 1000 Follower in diesem Stream schaffe. Was ich jetzt nicht glaube, aber man kann sich ja trotzdem Ziele setzen, ist ja egal. Und wenn ich das schaffen sollte, innerhalb der eventuell 48 Stunden, werde ich mir für den nächsten Livestream etwas Besonderes vornehmen. Zum Beispiel irgendeine Real-Life-Challenge, die ich nebenbei machen werde. Funk Royale hat jetzt was gemacht, jetzt wieder erst. Das hat er auch schon mal gemacht. Also Funk Royale ist ein guter Streamer. Hä? Okay. Ich habe jemanden getötet und was zu machen? Interessant. Auf jeden Fall hat er sowas gemacht, der hat 30 Burger gegessen und erst wenn er die Burger aufgegessen hat, durfte er aufhören zu streamen. Das ist jetzt natürlich nur ein banales Beispiel, ich werde mir dann da irgendwas ausdenken. Auf jeden Fall irgendwas, was den Stream besonders sein lässt, falls wir es schaffen sollten. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich erwarte es auch gar nicht oder sowas, weil es wirklich schon eine harte Nuss ist. Aber es könnte ja trotzdem sein, dass wir es eventuell schaffen und das wäre schon hart geil. So. Okay, auf jeden Fall werde ich dann wie gesagt irgendwas Besonderes machen, bliblablub. Werden wir dann ja sehen. Und wenn nicht, dann ist ja auch egal. Okay. So. Okay. Nein. Mann, da waren auch so viele Items. Hör, und was ist das? Was habe ich irgendwas verpasst? Was war das? Das war kein Silberfisch. Das war kein... Das war ein Käfer oder irgendwie sowas. Hä? Habe ich hier noch nie gesehen. Ist das neu? Ich habe keinen Plan. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Naja. Gut, auf jeden Fall. Wie gesagt, sagt euren Freunden Bescheid. Vielleicht schaffen wir es dann ja. Wenn nicht, ist wie gesagt nicht so schlimm. Aber man kann sich ja Ziele setzen. So. Okay, okay. Oh, so. Machen wir uns mal eine zweite Workbench. Ich habe jetzt keinen Bock hier, die abzubauen. Wäre es schneller gegangen, aber egal. So. Und dann auch das kleine Problem anzusprechen mit meinem Teamspeak, was auch der eine oder andere bestimmt mitbekommen hat auf Twitter. Ich wurde auch schon nachgefragt, was denn jetzt damit ist, weil der ist weg. Was daran liegt, also ich hatte halt einen Sponsor und dieser Sponsor hat scheinbar meinen TS auslaufen lassen, nicht mehr weiter bezahlt, das heißt gekündigt, wie auch immer, ich weiß es im Endeffekt nicht, das sind jetzt alles nur Vermutungen, weil ich da von ihm keine Antwort bekommen habe, warum auch immer. Erst meinte er zu mir, dass der sich irgendwie im Wartungsmodus befindet, was jetzt scheinbar offensichtlich eine Lüge war, warum auch immer. Wie gesagt, ich habe nichts gegen den Typen und ich bin auch dankbar, dass er mir den TeamSpeak überhaupt gesponsert hat, aber ich stehe jetzt im Endeffekt ohne da, ich weiß von nichts Bescheid, ich habe nie Bescheid gesagt bekommen oder sowas und ich denke, es ist auch nicht zu viel verlangt, einfach mal auf meine Frage zu antworten, ob der TeamSpeak jetzt abgelaufen ist oder nicht. Er hätte ja einfach was sagen können, weil dann würde ich jetzt nicht ohne da stehen und ich hätte mir schon wieder einen neuen geholt. Ich habe mit dem lieben Mr. Sandrex HD gesprochen, beziehungsweise ihn einfach mal angefragt. Er wollte mir auch mal einen TeamSpeak sponsern, ob er mir das jetzt eventuell machen würde bis zum 24-Stunden-Stream. Das wäre auf jeden Fall geil, wenn das klappen würde. Und ja, das ist es auch. Der Mr. Sandrex HD ist auf jeden Fall ein Streamer. Falls ihr den nicht kennt, der hat früher mal YouTube gemacht und wäre auf jeden Fall nice, wenn das klappen würde. Weiß ich selber noch nicht. Ich muss dann erst nochmal mit ihm darüber sprechen. Okay, auf jeden Fall stehe ich gerade ohne da und das ist ziemlich hart scheiße, weil ich, wie gesagt, auch zunächst Bescheid gesagt bekommen habe oder so. Deswegen ist das natürlich ärgerlich. Okay, das ist dieser dumme Unge hier. Das ist doch einfach unfair. Ich muss an ihn ran. Das hat so einfach keinen Sinn, guck mal. Der kann halt die ganze Zeit mit mir machen. Kann mich verarschen, wie er lustig ist hier. So, aber ich glaube, er ist gleich down, sonst wird er nicht weggehen. Hä? Okay. Ja. Dankeschön, Server, dass du rumlegst. Wenn ich jetzt dadurch sterbe, dann bin ich aber sehr sauer. Oh mein Gott. Was war das jetzt? Ich hätte den töten können, Mann. Okay, jetzt bist du unter der Erde. Komm, jetzt stirb einfach, bitte.
Ich hasse Unge. Das ist sogar der letzte. Das ist der finale Fight. Okay, wie viele habe ich überhaupt? Ich habe noch 17 Stück. Der rennt jetzt weg, weil er gleich down ist, scheinbar. Nee, er will natürlich auf Abstand. Ist klar. Kann ich mit dem Kid auch leider verstehen. Ist halt darauf aufgelegt. Ausgelegt, so. Ich muss ein bisschen unter Wasser bleiben. Weil am Land habe ich keine Chance. Guck mal, wie der hier reinspammt, Alter. Was ist das denn für ein scheiß Noob-Kid? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Unge ist so ein Scheiß-Kid, Leute. Wenn ihr das spielt, ne? Wir sind Instant-Feinde, ich sag's euch. Das könnt ihr auch nicht wieder gut machen bei mir. Nee, also... Ja, das war's. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich. Ist einfach scheiße. Nee, ist auch kein GG. Das ist einfach scheiße, dieses Kid. Ich könnte mich da so drüber aufregen schon wieder, ne? Versuche seit ein paar Stunden eine Aufnahme zu machen und dann wird diese Runde jetzt dadurch so kaputt gemacht. Aber ist jetzt auch egal. Freunde, das war's mit der Folge Minecraft Ender Game Serie. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr dann am Donnerstag um 15 Uhr einschaltet. Link ist in der Beschreibung und mit dabei seid. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich kann nicht mehr reden, sorry. Bis dahin und ciao.